So, hallo und Hallöchen zu einem neuen Livestream von Red Dead Redemption 2, der Story. Seid gegrüßt. Dann starten wir mal ein Spiel und gucken, welche Katastrophen sich heute wieder ereignen würden. Ich habe auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich glaube, die Zigarettenbilder müsste man machen. Da gab es auch schon ein paar zu erledigen. Aber der Typ, bis wir den wieder treffen, ne? Das hat ja schon das letzte Mal ewig gedauert. Ah ja, mal schauen, wann wir ihn wieder treffen. Hey, Don John. Sei gegrüßt. Ja. Ah, herrlich. Ich weiß ja nicht, hab so munkeln hören, dass GTA jetzt neue tolle Updates bekommen haben, auch was Story-Missionen und so anging. Ging das da ganz ordentlich weiter, glaube ich, auch mit Hauptcharakteren. Jetzt ist man so am Munkeln, zieht jetzt Red Dead Online nach oder nicht? Ich würde sagen, man freut sich einfach mal nicht zu früh, wie immer. Weil wir sind es ja gewohnt, dass wir immer mit RDO aufs Abstellgleis geschoben werden, wenn es eigentlich überhaupt nicht sinnvoll ist. Es sind so viele Sachen, die irgendwie angefangen wirken und nicht komplett fertig gemacht einfach. Von daher, warten wir der Dinge, die da kommen. Wenn Dinge kommen. Zehn Grad ein Affen in Ark Survival. Das macht keinen Spaß. Kann ich nichts zu sagen. Habe ich noch nicht probiert. Aber ich kann es mir vorstellen. Rockstar ist für mich erstmal Geschichte. Ist mal hier schön am Stein. Bett hat er ja nicht. Natürlich hat er ein Bett. Gesagt, ich weiß gar nicht, warum er hier am Stein schläft. Aber. Aha. Es ist noch Leben in ihm. Sehr schön. Horseshoe Overlook. Ach, wurde mit OE geschrieben. Ich habe schon überlegt, Mensch, wie schreibt man es denn? Indigo, mein Schatz, der lebt auch noch. Pferdchen, was man bekommt, wenn man, glaube ich, die Ultimate Edition hat. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass ich eine etwas bessere Variante des Spiels gekauft habe. Wo ich mir dachte, ach, ein Pferdchen mehr mit einer schönen Fellfarbe. Klar, warum nicht? Bin ja pferdebegeistert. Den Affen muss man aus der Hand füttern und läuft immer weg. Na, das ist eine. Muss man da ranschleichen vielleicht? Und das ist das wie beim kleinen Affen, den man nicht aufschrecken darf. So, wir gucken mal, was unser. Ach ja, geht ja nicht. Aber ich nehme mal an, ich habe alle Waffen wieder. Zumindest das, was wir vorher nicht hatten. Gucken wir mal kurz auf der Karte, was da so los ist. Hier unten gibt es was. Revenant Swanson. Das ist, glaube ich, diese Angetrunkene, ne? Und hier unten gibt's was. Javier Escu. Esque. Hast du nicht gesehen? Dutch hat gesagt, dass wir versuchen sollen, Sean von den Kopfgeldjägern zu retten, die ihn in Blackwater gefangen halten. Sean! Ach. Okay. Na, Sean wäre natürlich cool, wenn wir den hätten. Den verlieren wir auch früh genug noch, ne? Natürlich sehr weit weg, aber da hätte ich jetzt generell Lust drauf, irgendwie. Simon, hi, guten Abend. Und Wilma ist auch dabei. Hi. Schön. Ja, dann würde ich sagen, geht's mal los.
Ich nehme mal an, es geht um Sean McGuire, wenn sie da von Sean reden. Ich weiß es gar nicht genau. Oh, ups. Always good to see. Na, noch sind sie ja alle ganz, ganz geschmeidig hier, ne? Aber später wird das echt anstrengend hier im Lager, habe ich so das Gefühl. Das ist echt nicht mehr schön dann. Kann ja auch nicht immer ewig jagen, damit die Leute gut bei Laune sind. Habe ich auch ehrlich gesagt gar keine Lust zu. Huch. Ach ja. Ja, natürlich. Natürlich. Der jagt wieder, ne? Den Typen kennen wir ja. Was macht denn der? Wieder? Bist du so ein kleines Wettschießen? I've come all the way north from Mexico to challenge a real American gunslinger. You him? Wette über $5 annehmen. Mach mal. Hey, real gunslinger? Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Hey, man, you shoot too soon. I have my eye out. Desgraciado, what are you doing? Oh, kann man natürlich auch seine $5 kriegen. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber hat einfach von sich aus entschieden, dass er den mal in den Schwitzkasten nehmen muss. Oh, guck mal, $10. Boah, und ein Ehering noch. Okay. Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen warten sollen, aber... Okay. War ganz geschmeidig, alles gut. Hatte gelesen, dass Red Dead 3 vielleicht früher kommt als GTA 6. Da bin mal gespannt, ob Red Dead 3 im zweiten Teil auch noch die Stange halten kann oder ob das ja nicht nur ein Abklatsch wird und sich nicht so viel Mühe mehr drum gegeben wird. Ach nein. Schon wieder diese doofe Werbung. Immer diese Bots, ne? Das sind ja nicht mal richtige Personen, die da einfach irgendwie reinschreiben, sondern sind einfach nur irgendwelche Bots, die mich ständig hier drin rumhängen. Hi Stingray, Stingerkette, Entschuldigung. Melden. Unerwünschte Werbung oder Spam. Melden. So. Ja, okay. Ach, Jenko ist auch schon da. Ach, da oben, ja. Hi, Mensch, dich habe ich ganz überlesen. Sorry. Wenn so viel im Chat passiert, dann überlese ich das mal schnell. Nicht böse gemeint. Ja, im Übrigen, da wir gerade so viele sind, ich wollte mal in die Runde fragen. Wer spielt denn Red Dead auf dem PC und hat zufällig einen Turkmenen? Ja. Also der Jenko, der war so gut mit mir mal was auszutesten. Wir wollten nämlich mal rausfinden, welches das schnellste Pferd in Red Dead Online ist. Und da stellen sich gerade zwei Pferde da so ein bisschen ins nähere, in die nähere Platzierung von 1 und 2. Wir wissen nicht genau, welches Pferd nun das schnellste ist. Vielleicht sind ja auch beide gleich schnell, weiß man aber nicht.
wenn wir die nicht testen können, weil ich habe keinen Turkmen. Jenko hat aber allerdings einen Turkmen und wir, nee, doch. Jenko hat einen Turkmen, aber wir bräuchten noch einen, der entweder einen Brindel oder einen Turkmen hat, weil einen Brindel hat er selber auch. Aber wir wollten halt gern Brindel und Turkmen nochmal gegeneinander testen. Da er beide hat, bräuchten wir halt noch einen, der den einen oder anderen hat. Aber da man den Turkmenen ja, glaube ich, schon in den neueren Fellfarben ohne Rangbeschränkung bekommt, müsste ich jetzt lügen, aber ich meine, es könnte so sein, weil bei Mustang war es ja, glaube ich, auch so. Wäre es ganz cool, wenn der ein oder andere vielleicht einen Turkmen hätte. Mit Stufen, natürlich auf Verbundenheit Stufe 4 und mit einem Nakedotsch-Sattel und dem besten Steigbügel. Also wenn sich da jemand findet, das wäre ganz toll. Dann einfach mal im Discord melden. Discord ist ja unten in der Videobeschreibung und dann mal im RDO-Chat melden. Das wäre ganz cool. Weil ich habe Moment. Was nun wieder? Upsala! Oh nein, mein armes Pferd. Upsa, oh mein armer Affa. Kein Problem, spielen und lesen geht schlecht, ja. Sieht mal ja, wie gut das funktioniert, ne? Du bist tot. Oh, schön. Och nein, jetzt haben sie mir $3 abgezogen. Von meinen 10. Aber solange mein Pferd noch lebt, ist alles gut. Hauptsache, mein Pferd lebt noch. Ja, so ist das, wenn man mal nicht auf die Karte guckt, ne? Der Herbert ist nicht da, ne? Nee, ich glaube nicht. Bei dem könnte ich mir auch noch vorstellen, dass der da vielleicht gerne mithelfen würde. Ja, wie gesagt, das Ding ist, mit uns fährt halt nur ein Pferd, das wir noch testen müssen. Und das habe ich nicht und ich habe auch nicht das Geld momentan, mir das zu holen, weil das dauert ja wieder ewig, bis du $1000 paar zerquetschte für so einen Turkmen zusammen hast. Oh, und das Gold wollte ich. Wollte ich mir ehrlich gesagt auch sparen. Mal, glaube ich, den Gesuchtmodus rauskriegen hier. Scheiße. Wieso bin ich denn jetzt auf einmal gesucht? Geht der auch wieder runter? Da ist gut, Mäuschen. Die ist gut. Ach nein, jetzt kommt die hinterher. Muss ich die jetzt alle töten, bevor ich da die Quest machen kann? Ich glaube ja, ne? Oder liegt das an der Tageszeit? Ach, gut, jetzt lässt es wieder nach. Muss man uns irgendwie reinschleichen zur Quest, glaube ich. Sorry, girl.
entschuldigt sich noch bei seinem Pferd. Sehr gentlemanhaft. Oh, Stufe 2. Sehr schön. Feines Mädchen. Wo kommt denn der auf einmal her? Ich glaube, ich muss die abknallen. Das wird nicht helfen, oder? Jetzt kommen sie auch noch von rechts. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Wenn das mit dem Dead Eye nicht funktioniert, dann muss ich auf jeden Fall was reindrücken hier, sonst wird das nichts. Das ist ja schlimm, ey. Was ist denn jetzt los hier? Nur noch Kopfgeldjäger am Arsch kleben. Da hinten kommen sie angeflitzt. Da sind die nächsten Kopfgeldjäger. Ja. Ah, gut. Nicht wieder. Jetzt bin ich wieder safe. Jetzt kann ich reinreiten. Zu hohes Kopfgeld? Nein, bestimmt nicht. Ich glaube nicht. Gucken, steht das hier irgendwo? Kann man das irgendwo nachvollziehen? Ich glaube nicht. Nein, hier steht das nicht. Bei Alt steht es aber, glaube ich. Es ist doch nicht... Wo kommen die denn immer her? Da drückst du immer Alt und auf immer sind die wieder da. Auf einmal. Okay. Noch habe ich ja einen gelben Ring. Ach, da ist ja auch noch einer, verdammt. Es werden immer mehr, kann das sein? Aber pass auf! Oh nein! Es ist nicht wahr. Wie komme ich denn zur Quest? Wie
komme doch bestimmt gleich wieder angesäppelt hier. Fährt schnell. Ach, du bist ja da. Alles gut. Du bist ja hier. Jetzt brauch ich was essen. Mein Hut ist weg. Mache ich denn nur jedes Mal falsch, dass die mich sehen? Wo stehen die denn? Die ploppen doch ständig irgendwo an der Stelle auf, wo man sie nicht für voll hält. Ich drücke jetzt nochmal Alt. Oh. Oh. Okay. Alles klar. $315 Kopfgeld. Oh ja. Holy moly. Da würde ich dich auch suchen, aber. Ja. Sorry, Fisch. Dann sind wir halt mal ein bisschen unauffälliger unterwegs, ne? Aber im Fluss, das vermutet keiner. Im Pferd wird sich alle Haxen brechen. Aber Hauptsache, wir kommen zur Quest. Dann schnell PC-Version holen und los geht's. Ja. Ja, ist ja jetzt auch nicht gerade so billig, ne, das Spiel. Kostet ja auch so ein stolzes Geld. Aber ist halt gut investiert, würde ich mal meinen. Da kannst du nicht viel falsch machen. Ein bisschen gucken, dass unser Pferd nicht absäuft. Okay. You're all right, girl. Es ist anscheinend so ähnlich wie bei den Wölfen, die immer nur dann spawnen, wenn man sich gerade auf dem Weg befindet und natürlich die Videoperspektive eingeschalten hat und natürlich überhaupt nicht am PC sitzt. Dann kommen die Viecher immer. Ich glaube, genauso ist das mit den Kopfgeldjägern auch. Mäuschen. Ist nur eine Schlange. Alles gut. Nur eine Schlange. Was ist denn? Ist das hier irgendwo? Ach da. Müssen wir mal weg so. Alles gut, Mäuschen ist tot. Ist tot. Die böse Schlange ist tot. Guck, die macht nichts mehr. Würde ich gerne aber meinen Sohn... Ist PC-Zocker. Müsst zuerst ihm einholen. Ach so. Wie, den PC? Ja, alles gut. Es wird sich schon jemand finden. Habe auch schon meinen Freund gefragt. Falls man niemanden findet, ist auch nicht schlimm. Dann kann mein Freund auch nochmal die Spendierhosen anhaben. Weil der hat das Geld für einen Turkmen. Aber da er nicht spielt, hat das auch bisher noch nicht ausgegeben, glücklicherweise. So, wir schleichen uns mal langsam hin. Ach, das sieht gut aus. Wenn sie jetzt nicht 10 Meter vorm Ziel kommen. Dumm Heinis. Kannst du hier runtersliden, Pferd? Darfst du das? Klasse. Tolles Pferd. Go easy, girl. So, warte mal, hä? Die ist jetzt oben, die Quest auf einmal. Sehr interessant.
Oh! Oh! Ich glaube nicht. Und dann wusste noch nicht. Wartet doch mal auf mich. Wartet doch mal. Ihr könnt doch nicht einfach losquatschen. Ja, aber los hier. Wo hocken die hier im Busch? Aber komm, du kannst klettern. Er fährt nicht, aber du kriegst das hin. Jawohl. Ach, hier seid ihr. Ah, Jungs. Oh, guck. Komm mal dazu, gekrabbelt. Ich guck dann so. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater to see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Dutch kommt von hinten an, he sneaked. I think he's bait. Whether we want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved. Up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure, well... We'll rescue Sean, and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Oh, der Hut muss erstmal her. Follow me. Let's see if we can track down this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes. South of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. All right. I think those might be our boys. All right, gentlemen, follow me. Keep your guns away until we know it's Sean, okay? I know what you two are like. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Let's go! Stay with them! You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Push up, come on! Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed.
Ja, ich weiß schon, wie das jetzt abläuft. Habe ich noch im Kopf. Denke ich mal, werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Hey, they've pulled into shore. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing with here. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, and wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Oh ja, das ist Sean auf jeden Fall. Yep, that's definitely Sean. Erkennt man. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Crouch down out of sight. Take out your knife. Gut, dass ich's wieder habe. Ah, ich bin glücklich. Ich habe wieder alle Waffen beisammen. Schön. Don't cross until he's got their attention. Wait here. He's still reeling them in. Gentlemen! Gentlemen! Excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You she take the one on the left. Where is she? Okay, come on. Stay low. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down, mister. I can't. I'm having a fit. God damn it, Arthur! Come on, let's get up there. A pleasure, as always, gentlemen. I think you have it from here. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. You got there, eh? Those are very nice. Who's the guy you got them from? Is he a... Come on, focus. Oh. Focus, okay. We're gonna have to shoot our way up there! Oh! Oopsie! Sollte reichen. Aber wie sagt man so schön, doppelt hält besser. Look out!
cool. Die rennen sich selbst über den Haufen. Finde ich gut. Jo. Da ist er ja. Ah, hat er schon. Gut. Komm. Jetzt nicht schlapp machen hier. Ein bisschen Loot muss sein. Ich habe schon über die Hälfte liegen lassen. Hier ist Charles. Alles gut? Wouldn't go that far. The camp's up this way. Come on. I'll take the left side, Charles. You go right, okay? I guess. Let's take these hijueputas! Goddamn army, these bastards! How much is Sean's bounty? Maybe we should turn them into something else. Still time. Brennen gar nicht hier die Fässer. Was bringen denn die? Get Sean and get out of here. Cool me down. Come on. Hurry up, fellas. Ja, ja, ja. Geht ja schon los. Ach so. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do I get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right.
Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all missed me a lot. But fear not, the joy is back in your lives now. Ach, schön. Compendium aktualisiert. Pferdchen kommt auch schon. Läuft ja wie geschmiert, aber erstmal guten. Pferd, also es ist schön, dass du mir folgst, aber am Arsch kleben musst du mir jetzt auch nicht. So verbunden sollten wir dann doch nicht sein. Jo, Leute, vielen Dank für 6 Däumchen bis hierhin. Echt cool. Freue ich mich. Ach, das hat auch geklappt. Wunderbar. Und ein Loot, der tut gut. Waffenöl. Kann ich gleich mal meine Waffen sauber machen? Ich habe so das Gefühl, oh, wir kriegen Besuch. Sollten wir uns vielleicht ein bisschen sputen? Hoppigaloppi. Das sind mir dann doch ein bisschen zu viele. Das war nicht Absicht, dass ich das jetzt getötet habe. Das war rein zufällig. Suizidhasen mal wieder. Nehmen wir an, hier guckt jetzt keiner mehr nach, ob ich da bin oder nicht. Oh Mann. Oh nein, 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 nein. I want to talk to you today about the great miracle of holy passion. Mister? Yes, Mister? Passion. Passion is what drives me. Hey, Mister. It is what drives me. It drives me to serve you. Der hört sich ja extrem begeistert an, was er da dahin labert. Was denn nun schon? Ach nein! Ich kann nicht mal in Ruhe Waffenmuni kaufen hier. Das ist ja nicht der. Gut, dass ich ein Rennpferd habe. Ascho, aus dem Weg, ich hab's eilig, hab eine Depesche. Was ist denn nun schon wieder? Ach, Schlange. Mann, 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 das darfst du keinen erzählen. Aus dem Weg! Gucken Sie doof. So, kurz mal verschniefen. Action ohne Ende. Erstmal was knabbern und mal gucken, wo ich eigentlich hin muss. Ganz schön rot schon wieder. Alter. Ja, alles blutrot. Ich würde doch echt mal gern nach hier unten so. Richtung Mexiko, da würde ich mal gerne. Ach, Mexiko ist es ja, glaube ich, nicht, ne? Wie hieß das nicht? Amberino hieß es auch nicht. Wie? Lemoyne hieß es auch nicht. Wie hieß es? Ich komme gerade auf den Landesnamen da unten nicht, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Tumbleweed, Armadillo und sowas. Ich glaube, wir reiten jetzt erstmal ins Lager, weil da ist, glaube ich, erstmal chilliger als hier draußen. Und vor allen Dingen über die Grenze hier müssen wir drüber. Ich glaube, dann haben wir es wieder ein bisschen ruhiger. Ja. Oh, hui.
Auf jeden Fall mal Kopfgeld bezahlen. Aber warum muss ich denn das bezahlen? Ich brauche da auch ein bisschen Geld für mich. Wenn ich da dauernd... Das macht überhaupt keinen Sinn für das Spiel. Wenn ich Verbrecher bin, warum muss ich denn dann Kopfgeld bezahlen? Das ist doch Schnulli. Da kann er sich doch selbst gleich in Zug setzen und so zum nächsten Revier kutschen lassen. Schön verschnürt in einem Päckchen. Ist doch dasselbe. Macht doch gar keinen Sinn. Ich arbeite ja dann quasi die ganze Zeit gegen mich selbst. Das ist total bescheuert. Ich würde keinen Kopf bezahlen. So weit kommt's noch. Wo leben wir denn hier? Entweder Duckmäuser oder gesuchter Killer. Da gibt's nichts dazwischen. Schade. Das. Easy now. Im Lager? Mitten in der Einöde, ein Waschbrett, irgendwelche Bettwäsche und eine Bank. Und ein Verbandskasten. Aber wo eine Haushaltsauflösung? Was soll hier los? Keine Ahnung. Kroppmüll? Den keiner abgeholt hat? Oh. Oh. Oh, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ich habe jetzt doch gerade irgendein Zigarettenbild bekommen. Gucken wir mal. Habe ich denn die? Muss ich gerade mal gucken. Was das? Ein großer Schmuckbeutel. Fotografien, Zigarettenbilder. Flora von Amerika, Bild 6. Zitronenbaum. Goldjohannisbeere. Kolibrisalbei. Okay. Schwarze Mangrove. Ach so. Und das sind die anderen Bilder hier quasi. Bild 6 ist die schwarze Mangrove. Sieht aus wie so eine Zitronenfrucht eher. Mit der gelben Frucht da oben. Na gut. Schön. Dann haben wir... Echt, okay. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen kann, aber das werden wir schon rausfinden, denke ich mal. Ach, nicht schon wieder. Ich hau mal lieber ab, weil wir könnten ja Gesetzeshüter sein. So also nach Hause schaffen wäre schon nicht schlecht. Gucken, vielleicht finden wir noch ein bisschen Wild zum Abschießen. Können wir gleich mitnehmen ins Lager. Juhu, gleich sind wir über die Grenze. Lily May? Was ist los? Wer ist Lily May? Wo steht denn der Typ? Ich sehe den gar nicht. Lily May! Lily May, you think you're so great. Strutting around. Hey, mister. I just want to be left alone, all right? A sentiment I'm familiar with. Fair enough, kid.
Oh, Bart Liebeskummer. Holding hands with that dumb lunkhead. You care about this girl? Stand up for yourself. She'll come around. Yeah, I've been waiting. Ja, vom Warten kommt nix, Junge. Vom Warten kommt nix. You wait, Lily May. Someday. So wird nix auf jeden Fall. Eines Tages. Nein, Arschbacken zusammenkneifen und durch. So, mal ganz kurz Chat lesen. Hoffentlich lass mich die Kopfgeldjäger in Ruhe. Ach so, du brauchst Geld, Lu. Reite Wildpferde, wie den Araber einstell, sie dann in den Stall. Ist der Herde Pferdeheder freigehalten? Ach so, okay. Aha. Hm. Die findet man oben in Amberino, ne? Weiß ich jetzt gar nicht wo. Genau. Aber da oben komme ich ja komplett selten hin. Da weiß ich ja gar nicht. Müsste man so mal einen Angriff nehmen, ja. Habt ihr wohl recht. Oh, hier ist was zu mitnehmen. Aber schneller. Gucken, ob der noch trifft. Jawohl. Hat er nicht. Den hier irgendwie ans Land geschoben kriegt. Ja, jetzt habe ich ihn. Kann ja auch gleich kochen. Hier, an Ort und Stelle, mitten auf dem Fluss. Sehr gut. Lob ich mir, das Spiel ist spontan. Genau, der weiße Araber ist ganz links am zugefrorenen See. Und der rote Araber links von Ovangila. Okay. Wisst ihr, was ich gerne hätte? Den Herr Isabel, nicht Araber, sondern Andalusia. Ich weiß, den gibt's auch. Ich glaube, den gibt's oben beim Brandy Weindrop. Den hätte ich ja ganz gern. Das ist jetzt kein Rennpferd, aber... was ist hier los? Da gibt's hier Probleme, Mister. Mit einem fremden Pferd auf dem Flur? Gucken Sie mal, Sie haben doch mächtig viel Platz hier. Warum? Komm mal mit, Mäuschen. Entschuldigung. Komm mal rein, der rennt schon, los! Und die gucken auch nicht gerade vertrauenswürdig. Das frage ich mich auch, was das werden soll. Mei. Keine 5 Minuten hast du hier Ruhe. Also ich kann verstehen, wenn manche Spieler sagen, das Spiel hätte sie verstört. Ja gut, aber es müssen ja auch kleine Kinder teilweise zocken. Ne? Das verstehe ich doch auch nicht ganz. Es ist halt nichts für Kinder. Muss man dann einfach mal so einsehen. Evening, Mister.
Ja, mach's gut, Jenko. Ach nee, Don John ist raus. Okay, alles gut. Mach's hübsch. Und auf jeden Fall noch einen guten Rutsch für dich. Wir sehen uns ja wahrscheinlich früher nicht mehr. Lasst es euch gut gehen. Ja. Habe ich Kleinwildfeine? Nee, muss ich mir erst noch kaufen. Gut, sonst hätte ich mir noch so ein Hörnchen hier geschossen. Und gegrillt. Unbekanntes Tier, was ist das? Das ist jetzt wahrscheinlich kaputt, das Vieh, von der Sternewertung her, aber da hinten. Wo ist es hin? Nein, kein Dead Eye mehr. Weiß immer nicht, wie ich das mit den Pfeilen abbrechen kann. Dann schieße ich lieber einen Meter vor mir an die Füße. Nicht mehr folgen. Eichhörnchen. Oh, das Eichhörnchen. Der Pfeil war ein bisschen zu groß für dich. Wie er rennt. Let's go, girl. Compendium aktualisiert. Na ja, gut, den lassen wir jetzt mal. Wird wahrscheinlich ein Waschbär sein oder ein Dachs. Eins von beiden. Die gibt's hier nämlich. Und im Übrigen will Madame Nazar auch einen Dachs haben. Und die wöchentliche, ne? Mit dem Charles? Ach so, Charles ist das. Alles gut. Yeah. Already wishing we left Sean hanging from that tree. Oh, I know what you mean. Was? Warum? Doch nett. Verstehe ich nicht. Sean ist der geilste Charakter überhaupt im Spiel. Mit Maika. Obwohl es ein Arschloch ist, aber irgendwie kann ich ihn auch voll verstehen. I just wanted to say, I know. Wo sind der? Me. Da hinten. Even you, Arthur. Even you. Was ist mit mir? Säuft der schon wie ein Loch oder was macht der? So everything's going to be okay. Uncle Sean is back. And don't you worry, Miss Grimshaw, your crone. I'll keep them girls in line. If I have to whip them, I will. Did you get a bump on the head? And don't you worry, Mr. Pearson, you drunk old shitbag. Ach, der steht da hinten auf der Kiste. The finest game in the pot. Now, Deadeye Maguire's back. And don't worry about nothing, Mrs. Grimshaw. We'll have this camp running like clockwork. I love you bastards. Have fun. Have lots of fun. Even you, you grumpy old bastard, Arthur. Let's enjoy ourselves. Welcome back, Sean. I owe you one, Arthur Morgan. The drinks are on me. Mind if I join you fine folks? They always are when you ain't back. Will keiner mein... If I may say so. Ich hab was zu essen. Imagine riding with him all the way from Blackwater. Das gibt's doch nicht. Und jetzt hat alles geschlossen, oder wie? So, warum? Hier sind doch alle im Lager. Leute, ich will bitte, ich will den spenden. Wisst ihr was? Do you know the Louisville maid? I thought you Irish enjoyed a party, Molly. I am enjoying it. I just don't need to follow. Ach, so ein kuscheliger Reharsch am Gesicht. Gibt nichts Schöneres. Mark well what I say. And she was put my hand upon her toe, mark well what I do say. She says she's my red fellow for the tiddle diddle diddle all day. Streichelt er sein Reh. She says you're my red fellow for the tiddle diddle diddle all day.
put my hand upon her thigh. Mark well what I do say. She says you're getting pretty now. I put my hand upon her ass. Mark well what I do say. Hey Herbert, sei gegrüßt. Very nice. But how about something a little more? Na gut. Huch, bin ich. Dann heute ich das jetzt eben, wenn es keiner haben will. Puh. Ja, Herbert, hätte dich mal angeschrieben und mich gefragt, ob du vielleicht einen Turkmen im Stall hast. Wir suchen einen. Testzweckmäßig. Schade. Der sieht auch toll aus, ne, hier. Das ist, den gibt es sogar im Online-Modus, das ist der American Standard Bread in der goldenen Färbung hier. Aber das ist leider zu langsam als Rennpferd. Solano. Ach, da sitzt er. You okay, Chili? Yes, just relaxing. So good to have Sean back. Yeah, well, you say that now. ¿Dónde habitan los pichones? Ya cayó el que andaba ausente. Ahora verán los cabrones. Da ist gerade die Seite gesprungen, kann das sein? Ich kenn das Geräusch. Ach, herrlich. Müsste ich auch mal wieder machen. Die Gitarre spielen. Oh, was ist denn hier los? Molly. Jetzt ist noch alles schön, ja, und später können sie sich nicht mehr angucken. Mary Beth. Jetzt darf ich, es ist halt einfach zu spät, ne? Man darf nichts mehr verkaufen. Dann tue ich das mal auf mein Pferd, ne? Also, dann esse ich wenigstens was. Auch wenn ich nichts beisteuern darf. Oh, hier. Verstaub. Zack. Ach, jetzt darf ich was. Schön. Süppchen nehmen. Mal schön aufwärmen. Was ist denn hier los? Außer du schenkst mir ein. auch kein Geld für einen. Ja, die Dinger sind ja auch mordsteuer. Ich bin gern mit von der Partie jederzeit. Bin halt nur am PC weniger aktiv in RDO. Oh, aber gerne, klar. Sehr schön. Ach, ich feiere das immer. Finde ich echt schön, dass wir so eine kleine Community aufgebaut haben. In Ark haben wir die ja auch. Nur leider ist die ein bisschen, naja, ich muss nur sagen, Ark ist bei mir ein bisschen eingeschlafen. Auch das neue DLC hat mich jetzt nicht so wirklich vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Keine Ahnung. Das letzte DLC. Angeblich letzte. Können wir uns hier noch ein bisschen dazusetzen. Das müssen wir genießen, solange es noch so friedlich ist. He sings to please the dear old mother and she rewards him with a crumb. Oh, I'm a wild fruit rover. I sing a merry song.
the wide, wide world I wander over, and the light, light heart I roam along. With the light, light, Mr. Squirrel, heart I roam along. Was it a long ride back with him? You have no idea. I can imagine. So your drinking pal's back? With a vengeance, it seems. When I was just laughing, yeah, I'd forgotten how loud it was. She had blonde hair and blue eyes, too. Let me ride on ring-dang-doo. And the ring-dang-doo. Now, what is that? Soft and round like a pussycat. Got a hole in the middle and a split in two. And that's what you call the ring-dang-doo. Took me down into her cellar. Said that it was a mighty fine fellow. Give me wine. Whiskey, too. Let me ride on the ring-dang-doo. The ring-dang-doo. Now, what is that? It's all around like a pussycat. Got a hole in the middle and a split in two. That's what you call a ring-dang-doo. Your maidenhead. Make your living off a ring-dang-doo. The ring-dang-doo. Now, what is that? Soft and round like a pussycat. Got a hole in the middle and split in two. That's what you call a ring-dang-doo. She went off to be a whore. Hung this time upon her door. A dollar each and three for two. Take a crack at my ring-dang-doo. The ring-dang-doo. Now what is that? Soft and round like a pussycat. Got a hole in the middle and it's split in two. And that's what they call a ring-dang-doo. You're a dirty man. Ach, schön. Schöne Runde. Die tanzen noch. Nee, die legen sich jetzt hin. Schön. Mit ihrer Oper. Mr. Pearson? Nee, Strauß ist es. Der schläft anscheinend schon. You awake? What do you need, Arthur? Oh, Entschuldigung. I've forgotten what it was now. I need to rest. Sorry. Bin schon weg. Und kacke in so einem Lager, wo keiner so richtig seine Privatsphäre hat, ne? Halt nur so ein paar Zeltplan und ansonsten musst du trotzdem alles mitkriegen, was sie nebenan machen. Aber würde auch seine Freude haben hier mit Dutch nebendran und kleiner Mary, denke ich mal. Wie hieß sie nochmal? Ich glaube, sie hieß Mary. Ne, Molly. Was morgen nicht machen will. Oh, wie? Mind if I sit a minute? Oh, my Lord above. I am not made for life. Dutch? It's too many angles. Yeah, me? I like a flat horizon. Wide and clear, little waves taking me south to paradise. Not a vicious blizzard, thick mud, railways, filthy towns, and any other hells we've encountered. Black water! Never was a place truer named, huh? Huh? I like blue water. Mm-hmm. Black water? You can keep that. Blue water. Fire water. Salt water. Black water's for fools. Yep. It's just unnatural. All this land. Ain't natural. Es ist Mittag. 8 Stunden, okay.
Dann wird's Zeit, dass wir echt ins Bett gehen. Haben wir ja den ganzen Tag verpennt. Naja, PC finde ich geht's mittlerweile. Also ich habe jetzt nicht mehr so viele Überfälle, muss ich sagen. Die meisten sind eigentlich ganz freundlich. Wegen Griefern jetzt. Jagen, angeln ab und zu mal. Ja, so ganz chillige Sachen mache ich auch manchmal. So viel, dass ich jetzt irgendwie da die Gelegenheiten mache oder... Die stille Nacht-Modi, die habe ich jetzt auch bloß einmal gemacht. Also ohne Unterstützung macht es keinen Spaß, ne? Das Ding alleine zu rocken, das wird sowieso nichts. Und die Domino spielen. Hab ich Lust, ehrlich gesagt. Anyone wants to play dominoes? No. Why not? I wonder why they called it Valentine. Almost perverse. How long now? Opposite of romantic. Well, I don't know. You know, when we were at sea, we'd dab a little jam on the back of the dominoes, stop them from sliding around. That's a strange story. Das ist ein Spiel, das kenne ich. It smelled like strawberries below deck on domino night. Was this the Navy or Goldilocks and the Three Bears? We always knew how to improvise, Mr. Morgan. Tisch anschauen, Stein auswählen. Nee, ich kenne das Spiel, glaube ich, doch nicht, oder? Einlegen. Aha. Eine 6. Und jetzt muss ich quasi dasselbe da auch nochmal dranlegen? Also bräuchte ich jetzt eine 6. Die habe ich. Genau. Pass. Die müssen am Zug. Du bist am Zug. Wieso darf der jetzt zweimal? Hat das einen Sinn? Okay, eine 6, eine 5. Und ich weiß gar nicht, kann man dazwischen auch noch anlegen? Was ist los? Reinlegen. Let's see whose luck is in. Mhm. Hey. Noch drei Steine übrig. Verdammt, ich liege hinten. Okay. Eine 1, dann habe ich noch eine 2. Kann ich was an die 2 legen? Kann ich den legen? Stein legen. Pass. Ach gut, der passt. So, jetzt hat er eine 4 und eine... Was ist denn das? Kann ich die 6 legen? Stein legen. Und die 1 kann ich dann... 1 kann ich dann auch. All done. Ja, gewonnen. Little goes a long way, I'm sure. Gut, danke. Man soll immer aufhören, was gerade am schönsten ist. Oh, lecker Pizza. Alles klar, lass dir schmecken. Ja, das stimmt. Gemeinsam macht viel mehr Spaß als alleine. Da kann man nebenbei noch quatschen, während man gegen den Baum reitet. Das ist wunderbar. Sehr romantisch sowas. Was ist denn das jetzt hier für ein Zeichen? Ja, halt, das ist ja hier. Liegt was? Was für mich? Oh,
Brief von Vater an Lenny. Mein lieber Leonard, 3 Tage ist es jetzt her, dass du und deine Mutter so pflichtbewusst am Gleis stehen geblieben sind, bis mein Zug außer Sicht war. Und doch habe ich mich schon das Bedürfnis, euch zu schreiben. Wie stattlich du aussahst. Du musst dich in Enthaltsamkeit üben, und zwar früh. Es gibt Themen, über die ein Mann, der wie ich erzogen wurde, leichter schreiben als sprechen kann. Selbst mit einem eigenen Sohn. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. In gewisser Weise hoffe ich, dass du es nicht verstehst. Das ist ja ein solches Thema. Ich weiß, dass ich wäre manches Mal mehr Lehrer als Vater war, aber bitte denke wegen meiner ganzen Ansprache über deine Zukunft als Anwalt nicht, dass ich in dir eher einen Schüler als einen Sohn sehe. Wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen, werde ich wohl wieder angespannter sein, aber dieses kurzfristige Distanz gibt mir die Freiheit, dir zu sagen, dass du schon mehr wieder gut gemacht hast, als du denkst oder als du überhaupt wissen kannst oder als man dir zumuten sollte. Ich erwarte, dass du im Vorgarten Schnee geschippt hast. Okay, ich weiß, dass es dich langweilt, aber du musst dich auch an nützliche Arbeiten gewöhnen. Oh ja, das stimmt. Wer musste das nicht machen? Seien sie auch noch so lästig. Und wie immer liest deiner Mutter diesen Brief laut vor. Und wo ich nicht geschrieben habe, sage ich nicht. Nicht. Denn lieber dich liebender Vater, ja. Okay, Lennys Papi. Ja, wie jung ist denn der Lenny? Das muss ja noch ein richtiger Rosenspund sein. Hier gibt es auch noch einen Brief. Hoffentlich hebt er jetzt den richtigen auf. Und nicht den an Lenny wieder. Nee. Macht er richtig. Entlassungsschein der US Army. Hiermit wird die unehrenhafte Entlassung von Marion Williamson aus dem Militärdienst der Vereinigten Staaten wegen versuchten Mordes und Ungehorsams bescheinigt. Datiert auf den 27. Tag im Dezember 1892, Entschuldigung. Diensthabender Offizier Colonel Harold T. Irving. 15. Infanterie. Ja, sehr schön. Infanterie, Kavallerie. Und wieder Erinnerung auf. Okay, weg damit. Kennen wir die? Glaube nicht. Was ist das hier für ein Zeichen? Ach ja, Domino. Touch. Alles gut? So, a feller in town recognized me from Ach, Farouk. Hi. Schön, dich zu sehen. It's okay, though. I dealt with it. Keep it coming. So, nehmen wir mal. Ja, was los? Man, you one sour son of a bitch, ain't you? Only when I see you. Only when I see you. Ach, lustig. Ja, Onkel. Ich, Strauß, ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Ich heb mir die Quest von dem ganz zum Schluss auf. Ach nee, ich glaube, das ist viel weiter weg, als ich denke hier. Genau, das ist... Was ist hier los? Komm! Yes, you really should rest, John. I should have known you'd be sniffing around. Let me know if you'd like me to peel you a grape. My lady? Hello, Arthur. Du bist wahrscheinlich hier in eine romantische Interaktion reingegrätscht, kann das sein? Liebevoll wie mit dir reden. Ach, Ava, kannst du für uns Gitarre spielen? Nee? Gut. Gut. Gucken wir mal nach der nächsten Quest. Strauß will ich nicht. Kiran. Kiran? Reverend Swanson. Mal Kiran.
würde ich sagen. Erinnert mich an den Wellensittich von einer Freundin, der hieß Kira. Sie hat das auch immer so schön englisch ausgesprochen. Kira. Kira. Kira, wo bist du? Kira. Ja, Strauß ist ein mieser Dreckskerl. Die Vermutung habe ich auch. Please. Was los? Please? You got some speaking to do of your own. Not that old gang of yours. I said, I told you, I don't know nothing. That's what I thought. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister, I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he going? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. Who's the this? Only question is now or after we got these little fellas off. Okay, okay, listen. I know where old Driscoll's holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Gild him. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Are you sure as shit was? John, Bill, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? Up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. Nee, Story Verruf habe ich noch nicht durchgespielt. Nur bis zur Hälfte etwa. Knapp bis zur Hälfte. I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. Passing you. Go on! Sharing saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn! You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your sight. Ich schätze mal, ja. Wenn die mir keiner wieder weggenommen hat. Ja, habe ich. Dud said that you might... I was asked to give them. And I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me? Instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. Hey. If I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. Morgan, you didn't tell me what the O'Driscoll smelled like before you asked me to ride with him. That's because you wasn't asked to ride with us. You was told. Well, I smell like a stall ain't been cleaned out in a month. Danke. Viel Spaß habe ich bereits. You had me tied up there about as long. You'd be smelling worse if we'd done what someone was arguing for. Granted.
I was in with a bad lot. I'm trying to make amends, if I can. You don't know the half. I do know Combe killed Dutch's sweetheart. And that's the man you chose to ride with. A woman killer. Well, it was after he killed his brother. And the way I understood it, making excuses for the man and his crimes. What kind of trap you leading us into, boy? I ain't. I'm trying to help, honest. One thing goes wrong. One thing other than you smelling funny, you're the first O'Driscoll will shoot. Now we go left. Road will take us up and round. Save your horses, we gotta climb, boys. Ja, der, Rotone ist es ja nicht, Mensch, wie hieß der? Adena? Der sieht richtig cool aus hier links. Der Braune, der fehlt auch noch bei uns im Spiel. You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. Achtung, Suizid stinkt hier. So, tell us then, how are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Was heißt hier noch? A sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. Was heißt hier noch? From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boss, we're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Combe O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Ich habe noch genug Munition. Here, here. Mit dem Einkauf, das hat ja letztens nicht so ganz funktioniert. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. Whoa, we're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Okay, by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. Ah! Ja, beweg dich. Hey, worauf wartest du? Close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Follow me, all right? Schuss sollten eigentlich noch reichen. Ofenmesser habe ich auch. It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you. Every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Hey. Was haben die mit seinen Eiern? There, you see? Okay, get down. The cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Combe O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The feller that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that.
We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. He's yours, Williamson. Okay. I got... Die Messer verschossen jetzt. Hoffentlich kriege ich die wieder eingesammelt. Ja, na gut. I left our guide up there. He's meek as a little lamb. He better be. Feller on the log. What are we doing about him? Take him quiet, Marston. Okay. Get your hands dirty for a change. Now what? We're at the perimeter. Men in the camp! Men in the camp! Oh. Jetzt geht's los. Oh, das ist Marston. Was ist daneben? Nichts, oder? Doch. Search out here. Make sure we ain't missed anything. You got supplies, you drill bit bastard. Ansonsten wollt ihr die doch gar nicht looten. Ah, haben die sich vielleicht abgeguckt? Er macht das auch immer da. Arthur Morgan macht das auch mal. Ja, ihr kleinen Schawiner. Ja. Willst du mir mein Loot wegnehmen? Geh weg. Meiner. Alles meine. Huch. Wie denn darfst du haben? Aber den nehme ich. Das ist meiner. Oder auch nicht. Na gut, dann gehen wir mal in die Kabine, ne? Oder auch nicht.
Oi, 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 das wusste ich gar nicht mehr. Hab mich gerade ein bisschen erschrocken. Como Driscoll. He ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here! He was here, I swear! If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Get lost. I'm letting you run away now. Go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was going to lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing just yet. Yeah, right you are. Oh, ich suche die Hütte. Ach, hier ist Geld. Gucke. Direkt vor meine Füße. Hier einfach so rum. $1. Und zwar der für den Einkaufskorb wahrscheinlich. Geldscheinklammer. Ah, na das lobe ich mir doch. Noch eine Geldscheinklammer. Und ganz viele Karten. Da ist bestimmt eine Tarotkarte dabei. Oh, noch mehr Geld. Schick. Da werden wir jetzt auch nicht reich von, aber schon mal besser als gar nicht. Doppelläufige Flinte. Nehme ich doch. Cool. Was? Ach ja, jetzt war hier wieder irgendwas, ne? Ja, genau, ich sollte die, glaube ich, warten. Dann kann ich erst gehen. Ja, gut, die ist komplett kaputt. Hab sie zweimal durch. Drittes Mal folgt bestimmt. Denko, echt? Dann dürfte es ja eigentlich schon fast langweilig werden, oder? Ach so. Ist noch was im Kamin? Nee, das ist mein Repetierkarabiner. Hä? War noch was? Gucken. Hier. At least you got something tucked away. Oh, $600. Wir sind reich. Ein Anteil, war geil. Aber der spendet ja automatisch Bandenanteil. Das heißt, ich brauche ja gar nichts spenden, wenn ich da im Lager bin, ne? Der zweigt ja ganz automatisch was ab. Hexe! Boah, Leute, 9 Däumchen. Wir sind schon besser als das letzte Mal. Nicht schlecht. Juhu. Das neue Jahr kann kommen. Ginseng-Elixier kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Irgend so ein Getränk? Ein Fusel? Fusel für mehr Gesundheit? Okay. Ach, hier den Schrank, den können wir nochmal durchsuchen. Die haben mir ja draußen alles weggelootet. Dosenobst. Und Kentucky Bourbon. Fürs Dead Eye. Sehr gut. Oh, den können wir doch plündern. Schnappatmung. Schnell weg. Oh, hey. Husch. Husch. Hobbygalobby. Rennen, wie du noch gerannt bist. Nicht nach Valentine reinreiten. Verdammt, ich muss nach Valentine reinreiten. Ganz schnell durch und wieder raus, würde ich sagen. Hi.
rein und wieder raus. Lass mich mal durch, bitte. Platz da. Hier von Arthur, der Bruchpilot. Wusst es. Die gucken hier jeden mit Adleraugen an, der durchs Dorf reitet. Könnte der das auf dem Steckbrief sein? Die haben gar nichts Besseres zu tun. Ja, der hat einen Hut auf dem Kopf, das ist der. Oh, Pferdchen kann nicht mehr. Rein die Spritze, weiter geht's. Juhu! Ich bin's. Coming in. The hero returns. Hey, Arthur. Miss Karen, all good? Too good. Like the chance to shoot a fella and not feel bad about it. Somehow that doesn't surprise me. Stay alert. Die Fest auch hier. Die mag ich irgendwie. Okay, well, let's talk more later. Okay, then. Und nicht wegen ihrer Möpse. Auf die Jagd gehen. Mhm. Können wir dann auch noch machen? Bestimmt. Aber jetzt kann ich wieder was spenden. Was Kleines? Don't tempt me, you repulse. Getting real low on meat here. Hans, das. Und ein Eichhörnchen darfst du noch. Und das hier. Und das. Okay, das war's. Ein bisschen will ich auch noch was behalten. Verbesserung. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Was gibt's da? Ich bleibe hier. Ich hab noch was. Ach. Für Leder. Ach so, ich brauche noch Lederverarbeitungswerkzeug. Wo kriege ich denn das her? Und verbessere den Speisewagen zweimal. Mhm. Wo ist denn das Wachlagerfeuer? Kaufe. Okay, ich brauche ein Lederverarbeitungswerkzeug. Okay. Gut, Leute. Wir haben's. Fast 22 Uhr. Ich glaube, groß was. Wir können nach Amberino hochreiten, aber sind ja wieder hochgesucht hier. Außer im Lager kriegen wir bloß Ärger. Und auch kriegen wir bald im Lager Ärger. Nicht so das Gefühl. Arthur. Aber davon sind wir noch weit entfernt, Gott sei Dank. Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet. But Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. They don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself.
You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. Ja, wir können Lenny abfüllen, das wird so ein Spaß. Ich liebe die Quest. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. So, Reit zum Saloon in Valentine. Mal los. Ja, das Spiel soll man ja sehr geraten, dass man einmal das auf ganz böse spielen soll und einmal auf gut. Einfach, wenn man da ganz andere Sprachoptionen mit den Leuten auch hat. I rode as fast as I could, didn't stop for nothing. Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side offer. What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worried too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. And then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get him? I'll come with you. No, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Mikey. It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down, then head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Oh, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. Das wird lustig. This your way of stretching your luck? Na, dann geht's mal zum fröhlichen Gelage. Hey, was noch? Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. No big deal. Can we get a couple beers, please? You! I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy stuff, but Micah... A lot of crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, they're dullards.
My lord, you men is dull. Der will Ärger haben? Den kann er haben. Leave the fool alone. People have been leaving me alone for the last 10 years. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. Oh. Prost, Leute. Yeah. That's great, pardon. Lenny, Lenny, where are you? Jetzt ist er weg. Lenny? Seen that feller I was with? Afraid I don't know. Lenny! Hey, buddy. Hey, Lenny! You know which way my friend went? Sorry, I don't know. Lenny, where are you? Hallo? Wo ist der Weg hier? Hey, you see my friend anywhere? Oh, sorry, no idea. Can't find my friend. You know where he went? Don't know. What are you doing, kid? Hello, officer. I don't know. Oh. Well, why ain't you never married? Lord have me. That's the thing, you see, because if Lenny, Lenny. Oh, weia, der Schiff schwankt aber schon ganz schön. Goddamn animals! Who do you think you're talking to? Nobody. I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister. Yeah. Shut your mouth, mister. Tier schießen. Oh. Hat aber einen ganz schönen Sitzen hier. Wie viele Liter waren das? Lenny! Bastard! Die sehen alle aus wie Lenny. Was ist denn das? Ine! Lenny, I'm a boy! How many of you have, pal? Been looking all over for you, Lenny. I'm Clyde. You got the wrong fella. There you are, Lenny. Do I look like a Lenny to you? Die sehen alle aus wie Lenny. Damn it, Lenny! Stop thumping off on me! Lenny! What are you talking about? I found you, Lenny! Just go home, will you? Who's it in? Oh, Lenny!
Die sehen echt alle aus wie Lenny. Das sind die Frauen. Nisuk? Lenny! What? Hi, Lenny! Arthur, what are you doing? You're a good friend to me, Arthur. Yeah. Cheers. Oh, wow. Ja. Cheers. Das ist recht langsam. Not you again? Yeah. Oh. Muss ich den unter Wasser drücken? I didn't mean nothing by it. Ich glaube, ich muss. Nee, ertränken tue ich den nicht. Holen wieder hoch. Ist gut. Mach keinen Scheiß, aber. Ach, feine Schweine, was machen sie denn da? Ihh, Leute. Oh oh. Fool. I said stop! Ah, liberty and the pursuit of happiness! Hi, Gold Paladin. Nein, wenn du dich nicht spoilern willst, solltest du das nicht gucken. Definitiv nicht. Ava, wach auf. Deinen Kopf will ich jetzt nicht haben, aber aufwachen musst du trotzdem. You moron. Not again. Lass alles raus, Jacqueline. Lass alles raus. Eieieiei. Ja, wir essen erstmal was, glaube ich. Was Vernünftiges. Eieiei, was hier echt in Grund und Boden gesoffen. Ah, hier eine Dose rein. Das reicht noch nicht. Warte. Du brauchst ein richtig schönes Kaderfrühstück. Zigarette glauben. Nicht, nee. Ein Keks. Keks passt immer rein. Und kein Alkohol auf jeden Fall. Kein Alkohol. Ja. Mach ich noch irgendwas für die Ausdauer? Keks. Zuckerwürfel. Hm. Ah, sieht das schon wieder ein bisschen besser aus. So. Come on. Hm. Oh toll, hier schießen sie schon wieder scharf. Eieieiei. Wie komme ich denn jetzt nach Hause? Pferd klauen. Gut, dass sie dich nicht erwischt haben. Ich hätte gedacht, die haben den erwischt. Nicht getroffen, war zu weit weg. Oh, darn, Fire Nation!
Ich habe Feinde zum Lager geführt. Oh. Das hatte ich ja auch noch nicht. Ich wollte bloß das Pferd haben. Okay. Okay, jetzt sind wir gleich wieder im Lager. Auch nicht schlecht. Ja, Leute. Ich glaube, wir machen für heute mal Schluss. War lustig. Spaß gemacht. Morgen ruft die Arbeit wieder. You need something there, Arthur. Zu spät. Guten Abend. Ja, beste Quest im Game. Hallöle. Und ich sehe gerade, dass die Story Mode ist. Genau, das hat man schon gelesen. Neue Forscherschale, wenn man das selbst entdecken und genießen möchte. Das stimmt. Guten Abend. Ja, besser ist das Paladin, wirst du schon gespoilert, aber ich will ja nicht mehr lang machen, glaube ich. Nee, genau, wir machen jetzt nämlich Schluss. Zu spät, aber ich habe den Vorteil, alt zu sein. Bis morgen habe ich das eh vergessen. Ach, sehr gut. Der Alterspräsident ist 52, so. Aha, Paladin, schönen Abend dir noch. Da war super, nächstes Mal Sonntag. Ich hoffe so. Ansonsten, wie gesagt, ich melde mich. Mr. Matthews gave me a message for you. He said, when it was convenient, to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh, he'll find something too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. Hast du deinen Hut verloren bei der ganzen Aktion hier? Natürlich. Ach je. Ja, wie gesagt, ich schreibe euch nochmal im Discord oder im Community Hub. Den auf jeden Fall immer im Auge behalten. Da wird sowas kurzfristig auch noch vorher mal angekündigt. Das heißt, so einen Tag vorher könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal auf meinen Kanal begeben und da reinschauen. Dann wisst ihr auf jeden Fall, ob da was kommt oder nicht. Nein, ich werde nicht meinen Beitrag leisten. Das meine ich. Nein, das ist alles meine. Das ist meine. Ach, die Aussicht ist die herrlich. Die muss ich mir nochmal schnell reinziehen. Die ist so schön. Ich liebe, also wirklich, das hier ist immer noch der beste Lagerstandort aller Zeiten. Einmal wegen der Aussicht und dann wegen dem Klima. Das ist so herrlich. Herr Morgan. Mr. Strauss. You're busy, my friend? Okay. Ich guck nur, wie schön das hier ist. I know your ears are working, Arthur. Gerade schon zu Ende. Ich habe ja kaum was gehabt von gespoilert werden. Ja, aber wie gesagt, morgen ruft die Arbeit und da kann ich nicht komplett zerschossen auftreten. Deswegen muss ich jetzt ins Bettchen, sonst wird's haarig für mich morgen früh. Dann komme ich nicht raus, verpasse den Zug und dann ist vorbei. Bam. Ja, muss jetzt sagen, so krass auf Arbeit ist es jetzt auch nicht mehr. Wegen dem Wort mit C. Einmal haben sie einen überrannt und dann war auf einmal so viel Pause, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Da musste ich mir die Arbeit schon irgendwie aus den Zehenritzen kratzen, aber naja, ist auch mal ganz schön, mal wieder ein bisschen Pause zu haben, aber wenn man dann halt schon nach Arbeit suchen muss, dann ist es auch nicht mehr schön. Ach, war wieder richtig nice, Lou und Chat. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Ja, mach's hübsch, Simon. Und ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr wiedersehen sollten. Heute ist der 29. Das heißt, Freitag fällt das neue Jahr. Also werden wir uns auf jeden Fall nicht mehr sehen. Erst dann wieder im neuen Jahr. Rutsch gut rein, bleibt gesund und Audi.